Tja, liebe Zuschauer, hier regnet es leider schon seit einiger Zeit, aber ich begrüße Sie natürlich dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Gut durchgesetzt, gefährlich. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt die Ecke. Der geht genau auf den Torhüter. Sie gehen dazwischen. Da schießt er. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt in den 16er. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Er steht hier heute vor seinem Debüt für diesen Verein, Buschi. Man erhofft sich wirklich eine Menge, aber wie siehst du das? Was traust du ihm in diesem ersten Spiel zu? Sie wollten sich noch einen richtig guten Mittelfeldmann holen. Das ist jetzt gelungen. Ein toller Neuzugang, von dem hier eine Menge erwartet wird. Schöne Aktion. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Und damit ist der Ball weg. Chance zur Führung. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Jetzt der Eckball. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Das gibt's doch nicht, gehalten! Der Ball kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges, der Ball geht weit vorbei, viel zu überhastet. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Die Gastgeber geben hier aktuell eindeutig den Ton an, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik anschauen. Und ich glaube, bei den Chancen, die sich die Mannschaft ja auch erarbeitet, ist das Führungstor nur noch eine Frage der Zeit. Er geht dazwischen. Das könnte gefährlich werden. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Das war und die Möglichkeit. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Da kommt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus.
gut, wie er den Ball abblockt. Und zur Pause haben beide Teams. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Gefährlich! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Ballverlust. Inter hat sich die Unterschrift eines Spielers gesichert und wie man hört, handelt es sich dabei um einen echten Wunschspieler. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Aha, Ball springt weg. Keine optimale Technik hier, aber da war es auch eng. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. McGovern. Jetzt könnte er flanken. Gute Aktion. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Immer wieder dieses flüssige Passspiel. Er hat die Chance. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Da haben sie jetzt Platz. Klasse Chance jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in meinen Augen zumindest unhaltbar. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sieht gefährlich aus. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Das wird jetzt Abschluss geben. Sie werden hier wechseln. Aaron Gunnarsson. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Er versucht's. Unglaubliche Parade. Jetzt der Eckball. Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Vielleicht der Anschlusstreffer. Den Ball hält er gut. Ja, könnte was werden. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Aboagye. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst.
könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Das ist die Chance. Da ist der Ball drin. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann... So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel.
Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Steven Sammer. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Sie können es machen. Da passt der Torhüter auf. Die Ecke kommt. Da kann er klären, gut aufgepasst. Da zieht er ab. Und den Ball hält er problemlos. Die Gastgeber sind bislang in dieser Saison die Mannschaft mit der schlechtesten Offensive. Noch sieht es nicht gut aus, was die Offensive angeht, Wolf. Sie haben den schlechtesten Angriff überhaupt. Und vielleicht ist dieses Heimspiel die Gelegenheit daran, was zu ändern. Endlich mal offensiv Stärke zu zeigen. Ob es gelingen wird, warten wir ab. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Es gibt hier die Ecke. Die Ecke kommt rein. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Super dazwischen gegangen. Paulus Arayuri. Jones. Das wird gefährlich. Unglaubliche Parade. Ecke kommt rein. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Kann er was draus machen? Sehr gut aufgepasst. Steven Sammer. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das könnte die Chance werden. Hereingabe. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Ja, könnte was werden. Toller Zweikampf. Viel Platz für den Konter jetzt. Jetzt der Schuss. Kein Tor. Aber das war schon unglaublich, wie sie da angerauscht kam. Unaufhaltsam. Das war ein toller Konter. Ethan Hamilton. Matt Butcher. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jones. Ballbesitz ist weg. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da kommt die Unterstützung der Fans. Diese knappe Führung gerät langsam in Gefahr.
Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Die Partie ist eng und viele Tore haben wir bislang auch noch nicht gesehen. Ja, und die zweite Hälfte könnte noch mal so eng werden. Dann entscheiden hier die kleinen Fehler die Partie. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Steven Sammer. Ethan Hamilton. Was macht er draus? Noch ist die Chance da. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Antoine Griezmann ist zu Everton gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Ballverlust. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Jetzt ist es gefährlich. Geht er rein? Schön abgeblockt. Stark gemacht, das könnte was werden. Er hält ihn, ist es denn zu fassen? Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln. Da kommt die Ecke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da ist der Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Gute Aktion, gut geklärt. Gute Chance für eine Flanke. Und er pfeift abseits. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Ethan Hamilton. Ja, könnte was werden. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Oh, da trifft er die Latte. Ach, Pech. Alu-Treffer. Es wäre der Ausgleich gewesen in dieser Partie. Und jetzt heißt es abhaken, weitermachen. Das muss es sein. Stark. Das war's mit der Chance. Aboakye. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Zehnten Applaus. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Erneut ist er da zur Stelle. Top-Leistung von ihm heute. Wenn sie da nicht den späten Ausgleich machen, ja wann denn dann? Das war eine Riesenchance. Weg ist der Ball. Matt Butcher. Gefährlich. Ball kommt. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden.
Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie.